So, wir gehen jetzt hier lang, wieder am Macy's vorbei. Und dann geht's ab ins und aufs Empire State Building. Guck mal, da ist das Baby. Oh, sieht schon schön aus, ne? Mitten in der Stadt. Hier ist eine kleine Zeitreise. Das hatten hier die Angestellten 1930 ungefähr, in den 1930ern. Und dann geht es hier weiter zu den 40s und 50s. Diese Brille. Dann kamen die 60er und 70er. Und dann die 80er bis 2000er. Da kennt der eine oder andere bestimmt noch was von. Die Krawatte zum Beispiel. Sie hässlich. Sowas liebe ich ja, ne? Zu sehen, wer schon alles hier war. Da werden wir uns jetzt mal ein bisschen aufhalten. Okay, Leute. Hier sind die Aufzüge. Jetzt wird's ernst. World's most famous buildings, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. Vielleicht haben Stockholm Angst. So, jetzt überleg mal. Da unten standen wir eben. Da ist Macy's. Kommt halt auf Kamera gar nicht rüber, so wie das in echt aussieht. Wir haben uns gerade entschieden, die Treppen zu nehmen für 6 Etagen, weil an den Aufzügen ist eine Schlange von 20, 25 Minuten, hat der Mann gesagt. Wie findest du das? Anstrengend. Naja, nachdem man 3 Tage schon gelaufen ist. Okay, was eben noch ganz lustig aussah. Ist 4 Etagen später. Echt scheiße. So Leute, wir haben es geschafft. 86. Etage Empire State Building. Die Frau sieht geprügelt aus. Ein wunderschöner Tag mit Sonnenschein. Alles ist super. Aber was viel wichtiger ist. Yep. Da ist eine Toilette. Schatz, wenn ich da jetzt einen abseile. So hoch habe ich noch nie geschissen. So tief ist er auch noch nie gefallen. Alter. Ich glaube, das ist mein Traum. Ey, jetzt kann man sich sagen, ey, du stehst doch da oben, 86. Etage, da muss doch kalt sein. Ja, grundsätzlich ist er hier bestimmt auch, aber die Amis, die hauen die Energie einfach raus, Alter. Die haben hier oben Heizstrahler angebracht. Wir sind bekloppt. Ich habe übrigens gerade erfahren, dass man doch höher kann. Man kann bis in die 102. Etage hoch. Also, ja, 86. ist nicht das Maximum. Man kann noch höher. So, aber das kostet extra. Boah, ich sehe gar nichts, weil die Sonne blendet so. Das ist Lower Manhattan. Waren wir gestern auch sehr schön. Also, selbst mein Nokia 3310 ist kaputt, wenn das hier runterfällt. Dann war das. Ich bin mir ja ganz sicher, dass Menschen in so einer schwindelerregenden Höhe nichts verloren haben. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, mein Handy fällt da runter. Tschüss! Oder irgendwas, was du so in der Hand hast. Meine Jacke weg. Ganz komisch. Empire State Building, was sagst du, lohnt sich? Ja, der war wunderschön, aber ich habe doch Höhenangst. Du hast doch Höhenangst. Also der Ausblick war schon cool, das kennt man so halt nicht von uns jetzt. Sag ich. Also in Deutschland war ich noch nie auf so einem hohen Gebäude halt drauf, ne? Deswegen ist es schon irgendwie cool. Aber ich fand vorher das Ganze fand ich tatsächlich cooler, als oben drauf zu stehen.
muss ich ehrlich sagen, als den Ausdruck obendrauf. So viel dazu.